Hallo und herzlich willkommen bei der Redaktion Holtex. Ich bin der Professor und ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Folge Space Engineers. Ich habe euch mal wieder ein cooles, neues, kleines Schiff gebaut. Ein Kriegsschiff diesmal, ein Kampfschiff. Viele wollten das haben. Ich baue eigentlich lieber zivile Schiffe, aber so ein Kampfschiff darf natürlich nicht fehlen im Space Engineers Universum. Und das habe ich hier für euch gebaut. Man sieht schon, Kampfschiff, klar, auf der rechten Seite haben wir eine Gatling-Kanone, aber das ist jetzt kein Jäger, das ist kein Fighter oder Dogfighter oder so, sondern das ist ein, ich würde das als Gunship bezeichnen, eine Art Kanonenboot, natürlich ins Weltall projiziert. Es hat eigentlich ganz besondere Eigenschaften. Es ist sehr modular gebaut. Wir können hier verschiedene Waffensysteme dran koppeln. Wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, hier hinten einen Container dran zu machen, um auch irgendwelche wertvollen Lasten zu transportieren, wie zum Beispiel Uran, was vielleicht gefährlich ist, oder irgendwelche Waffen, wer weiß. Dann haben wir das Cockpit, was jetzt gerade ins Bild kommt. Das ist abkuppelbar, also absprengbar, sodass wir uns in Sicherheit bringen können. Und ja, quasi jetzt, das ist so eine Art Schleudersitz oder so eine Rettungskapsel, kann man sagen. Vorne können wir auch noch Sachen ankuppeln und auf der rechten Seite haben wir halt die Waffe, die können wir natürlich auch noch ändern. So, ich würde sagen, wir haben das lange genug gesehen. Wir schauen mal rein, wir setzen uns mal ins Cockpit und fliegen los. So, nicht wundern, hier kommt manchmal mein Anzug ins Bild. Das ist noch ein kleiner Bug seit dem letzten Update. Ich denke, das wird aber in Kürze gefixt werden. Ja gut, also erstmal zur Tastenbelegung. Auf 1 haben wir die Gatling-Kanone. Ich kann mal in die Außenansicht gehen. Hier schießen die Gatlings. Das Schiff ist natürlich komplett in Vanilla gebaut, deswegen habe ich hier die Gatling-Kanone so gebaut. Und jeder, der sich jetzt so einen Gatling-Kanonen-Mod runtergeladen hat, wo es eine große Gatling-Kanone gibt, der kann die natürlich auch noch dafür bauen und hier dran kuppeln. Das ist kein Problem. Außerdem schießt es auch noch Raketen mit einem nachladbaren Raketenwerfer. Und wir hätten noch normale Raketenwerfer. Die sind jetzt hier aber gerade nicht angekuppelt. Außerdem auf Taste 4 befindet sich vorne an der Spitze, müsst ihr mal gucken, ein Kolben. Wenn ich die Taste 4 mal drücke, fährt das aus. Das soll so ein Tankstutzen sein. Da kann man dann während des Fluges das Ganze ausfahren und sich von einem Tankschiff neuen Treibstoff holen, wie auch immer. Oder neue Munition, Gatling-Munition geht, glaube ich, sogar durch die kleinen Röhren. Ihr wisst ja, Raketen gehen nicht durch die kleinen, sondern dazu braucht man ein großes Förderbandsystem. Ja, das Schiff ist blau, babyblau. Ich denke, das passt eigentlich ganz gut. Das ist so eine gute Tarnfarbe für den Weltraum, Himmelsfarbe. Ich weiß es nicht. Muss man mal gucken. Ich arbeite ja gerne mit ganz besonderen Farben, die sehr grell wirken, wo es wenig, so dass das Raumschiff nicht ganz so dreckig aussieht, sondern ein bisschen moderner. Hier hinten, das Schwarz ist auch sehr tiefschwarz und kann spiegeln und so. Darauf achte ich halt immer. Kommen wir nun zu den Waffen. Achso, die Taste 5 wäre einfach nur die Kamera an der Gatling-Kanone. Ne? Kommen wir nur zu den Waffen. So, als erstes packen wir die Waffe hier vorne mal. Im Prinzip, kann ich das vielleicht zeigen von hier vorne? Von unten. Im Prinzip sind alle Waffen, die angekuppelt sind, auch gleichzeitig mit einem Blockverbinder verbunden. Jetzt leuchtet das grün, das heißt, alles ist miteinander verbunden. Die Sachen können hin und her geschoben werden. Die Raketen oder auch die Munition. So, um das abzukuppeln, muss ich natürlich das alles lösen. Aber wir fliegen hier jetzt erstmal so da dran. So.
Jetzt hat sich das Raumschiff hier mit diesem, mit diesem Blockverbinder angedockt. Und dann gehe ich ins Kontrollfeld und dann gucke ich hier, das sind die ganzen Blockverbinder. Schiff rechts. Das heißt, ich kuppel das am Schiff auf der rechten Seite ab. Da klicke ich jetzt auf Aus. Und die Waffe ist abgekuppelt. Wir können P drücken und losgelöst sind wir. Jetzt haben wir auf der rechten Seite unsere Waffe abgekuppelt. Und jetzt können wir natürlich auch wieder den Blockverbinder uns aussuchen. Wo haben wir den? Schiff rechts. Da machen wir wieder an. Jetzt ist er wieder an. Was ich dazu eben noch sagen kann, ist, dass ich hier auf der Seite auch überall Knöpfe angebaut habe, womit wir die an- und ausstellen können. Sowohl hier vorne als auch hier hinten für die Last, an der Seite und natürlich, also hier an der Seite vom Schiff und natürlich nochmal an den Seiten der jeweiligen Komponenten auch noch. Nur vorne habe ich es, glaube ich, vergessen. Fällt mir gerade ein. Gut, ich gehe also wieder in das Cockpit rein und der Blockverbinder ist an. Wir fahren hier einfach an die nächste Waffe ran. Ups. Man sollte das natürlich ein bisschen geschickter machen. Aber sie fängt sich und... Jetzt wackelt es noch ein bisschen. Wir haben sie dran. Natürlich ist das jetzt gelb. Das heißt, wir drücken P und alles ist zusammen. Jetzt können wir auch beliebig feuern. Die ganzen Raketen abfeuern. Ja. Sehr gut. Jetzt zeige ich euch noch, was man beachten muss, um die Last hinten abzukuppeln. Das ist ja ein Container und wir befinden uns hier im All. Das heißt, nicht auf der Planetenoberfläche. Das heißt, wir haben hier im Prinzip keine Gravitation, die wirkt. Wenn wir jetzt den Container einfach abkuppeln würden, wird der uns entschwinden. So, wir können natürlich den Container zum einen auch an so einem Pin, so einem Ankerpin da mit einem Blockverbinder verbinden, aber wir können uns auch so hinboxieren oder halt auch normal einfach auf dem Landepad landen. Dann müsste der Container aber vom Gabelstapler oder irgendwas weggeholt werden. Wir gehen wieder ins Kontrollfeld und hier gibt es den Punkt Massen. Die Massen machen wir an, das heißt, es sind künstliche Massen im Container und der Container, der hat jetzt quasi eine Masse, wird von der künstlichen Schwerkraft angezogen. Jetzt können wir hier den Blockverbinder, wo haben wir es? Blockverbinder Fracht ausmachen und der Container steht jetzt hier. Gut, da seht ihr auch, wie das Schiff so aussieht, ohne Fracht. Es ist dadurch ein bisschen schneller, beweglicher. Wir können dort vielleicht auch noch irgendwelche Bomben oder Drohnen ankuppeln. Das überlasse ich ganz euch. Da könnt ihr quasi selber auch Sachen bauen, die ihr daran kuppelt. Und das ist wirklich sehr modular aufgebaut, das Schiff. Wir können hier vorne noch ein Cockpit dran machen und rechts und links jeweils eine Waffe. Das könnte ich vielleicht auch nochmal bei Gelegenheit zeigen. Also wir können es komplett umbauen. Das in der Mitte ist quasi nur die Plattform, worauf das Ganze getragen wird. Da ist die Energie, aber auch ja die ganze Antriebseinheit im Prinzip. Wobei, ich möchte jetzt mal... Also ihr könnt euch ja vorstellen, dass wir da vorne auch noch so ein Cockpit dran kuppeln können. Und rechts und links Waffen. Das könnt ihr selber auch mal testen. Ich möchte jetzt mal einmal gucken, dass wir uns jetzt mal abkuppeln. Das heißt, wir nehmen ein bisschen Fahrt auf. Machen mal die Trägheitsdämpfer aus. So, und jetzt könnten wir theoretisch einfach hier Schiff links entweder ausstellen. Aber wir sind ja das Cockpit, das heißt Cockpit links. Machen wir einfach... Nee, Cockpit rechts müsste es irgendwo noch geben, ne? Da, Cockpit rechts. Machen wir einfach mal aus. Und wir drücken P, dass wir von dem Schiff wegkommen. So. Da sind wir abgekuppelt. Ich habe jetzt die Trägheitsdämpfer mal angemacht. Und ihr seht, wir bremsen nur ganz, ganz langsam. Wir können es natürlich hier drehen. Nee, warte mal. So, jetzt... Wir bremsen trotzdem nur ganz langsam, weil wir hier nicht viele Triebwerke haben. Es sollte nur so eine Rettungskapsel sein. Die hat hinten starke Triebwerke, das heißt, wir können einfach zur Seite abhauen. Wir können
Hier mit Y alles ausmachen oder wir können auch die Antenne hier zack ausmachen, damit man uns nicht mehr orten kann und weg sind wir. Und ich darf jetzt aber das Raumschiff wirklich nicht verlieren, weil sonst habe ich gleich, da ist es schon passiert, sonst finde ich das gleich nicht mehr wieder. Ja gut, nicht schlimm, ich habe es natürlich gespeichert. Ah, da vorne ist es. Ich sehe es, ich sehe es. Da ist es. Na? Irgendwo hier war es doch. Also es funktioniert. Ah, da oben. Es funktioniert natürlich auch, sich hier mit dieser Kapsel in Sicherheit br zu bringen. Ich habe extra. Also zu allen Seiten ist ein Triebwerk. Das heißt oben, unten, rechts, links jeweils eins. Vorne zwei sogar. Drück jetzt Dämpfer an. So. Vorne sind sogar zwei und hinten natürlich ordentlich Stoff, denn es ist eigentlich egal, wann wir anhalten werden. Wir müssen ja eh gerettet werden. Wir können damit nur uns in Sicherheit bringen. Gut. Warum ist denn das Raumschiff? Ist es jetzt weg? Ich denke, das war's dann auch mit der Vorstellung. Das Schiff gibt's wie immer im Steam Workshop. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!